Herzlich willkommen zu einem neuen Video von kreativekichte.de. Heute ein kurzes Video-Tutorial zu der Software Q-Elektrotech in der Version 0.7. Es soll um Querverweise, Kontaktspiegel und um Kontaktnummerierung gehen. Damit ich das gut zeigen kann, baue ich mit euch einfach eine Selbsthaltung und erkläre es dabei. Zuerst mal brauche ich eine Spule. Wenn ich die Linkstaste gedrückt halte, hier rüberfahre und loslasse, kann ich das Bauteil einfügen und verschieben. Wenn ich nochmal links klicke, setze ich das Bauteil. Mit einem weiteren Klick könnte ich nochmal eins setzen. Mit Escape bin ich wieder bei meinem Pfeil. Als nächstes brauche ich logischerweise einen Schließerkontakt. Auch den ziehe ich hier rein, lass los und kann ihn verschieben. So, jetzt haben wir schon den ersten Kontakt zu meiner Schutzspule. Ich möchte jetzt ja sagen, dass dieser Kontakt zu dieser Spule gehört. Dazu mache ich einen Doppelklick auf die Spule. Und wenn ich jetzt einen Doppelklick auf die verfügbaren Kontakte habe, sehe ich, welcher das jeweils ist. Dann sage ich mit diesem Pfeil, dass er hier runter soll. Und jetzt steht hier gebundene Bauteile. Also sprich, jetzt ist dieser Kontakt mit dieser Spule verbunden. Andere Programme sagen verheiratet. Dann klicke ich auf Anwenden. Und jetzt sieht man auch schon, dass hier der Kontaktspiegel erscheint. Der ist automatisch da. Jetzt möchte ich aber noch diesen irgendwie bezeichnen. Deswegen ein Doppelklick. Ich gehe auf Texte, auf Informationen. Jetzt sehe ich hier oben die BMK-Formel. Da gebe ich jetzt K1 ein, auf Anwenden. Und man sieht, die zwei passen jetzt zueinander. Was ich nicht machen kann, ich kann hier nicht direkt reinklicken irgendwie. Das geht nicht. Ich muss also, wenn ich den K1 jetzt wirklich ändern will, einen Doppelklick machen. Texte, Informationen. Und müsste jetzt hier K2 eingeben, anwenden. Aber das Gute ist natürlich, wenn ich ganz viele Kontakte habe, der wird sich automatisch verändern. So, wenn ich jetzt einen, oder sagen wir so, jetzt brauchen wir noch die 1314 als Schließerkontakt. Ich mache das jetzt einmal so, wie es quasi das Programm hergibt. Und danach sage ich, wie es einfacher geht. Und zwar, wir machen einen Doppelklick auf das Bauteil, gehen auf Texte. Und dann hier auf dieses Texte einfügen, fügen zwei Texte ein. Und jetzt sehen wir hier Text 1. Als Quelle nennen wir eben jetzt 13, Schriftgröße 6. Hier ist der zweite Text, den nennen wir 14 und auch Schriftgröße 6 anwenden. So, jetzt habe ich hier meine 1314 drin und habe mein Kontakt auch schon bezeichnet. Das ist relativ aufwendig hier, denn ich müsste jedes Mal zwei Textfelder einfügen. Aber sinnvoll, denn ich möchte ja trotzdem jedes Mal sagen, wie die Bauteile heißen. Deswegen habe ich mir einfach ein neues Bauteil erstellt, füge das hier ein und wie ihr seht, habe ich mir einfach da zwei Textfelder eingefügt. Oh, die sind noch zu groß. Und mit diesem Einfügen von Textfeldern entfällt das Ganze. Und auch in allen anderen Programmen muss man ja sagen, welche Kontakte das sind. Nur eben, jetzt wird hier das Einfügen von Textfeldern entfallen. Wie mache ich das? Möchte ich auch ganz kurz zeigen. Ich gehe auf den Schließer, Rechtsklick, Bauteil bearbeiten. Danach gehe ich auf in einer Datei speichern. Nenne die jetzt irgendwie. Und jetzt gehe ich hier runter auf dynamisches Textfeld einfügen. Klicken und loslassen und positioniere die jetzt da, wo ich sie haben möchte, so und so. Und also in diesem Fall würde ich jetzt noch sagen, ich hätte gern die Schriftgröße 6, das ist hier, das habe ich vorher vergessen, Schriftgröße 6, Schriftgröße 6. Ich kann hier noch verschiedene, also das sind die zwei Textfelder, die kann ich jeweils auswählen. So, ich schließe das Ganze. Speichere es natürlich, müsst jetzt Rechtsklick machen, Sammlung neu laden, dann wäre das Bauteil da. Damit habt ihr eure 1314 immer an der gleichen Stelle. Es wird natürlich auch immer mit dem Bauteil verschoben. So, nur eben, wie gesagt, das ist jetzt mal ein bisschen aufwendiger, weil wenn ihr das Programm verwendet, dann sieht das Ding eben so aus. Dieses Textfeld könnt ihr nicht ändern, weil es eben die Zuordnung ist. Doppelklick hier drauf. Doppelklick und jetzt sieht man, ich könnte den jetzt auch hier runterfahren oder wieder hochfahren, auf Anwenden und jetzt wäre das hier der K2, müsste ich jetzt eben noch benennen. So, Kontaktspiegel seht ihr auch hier, auch das funktioniert, wenn ich den bewege, ihr seht es, auch wenn ich die Spule bewege hier,
Hier seht ihr, dass sich's verändert. Genau, mit einem Doppelklick auf dieses blau hinterlegte geht er automatisch zu dem Bauteil. So, so viel erstmal zu den Querverweisen und Kontaktbezeichnungen. Wenn ich jetzt einen Doppelklick auf die Schildspule mache, auf Textfeld gehe, seht ihr hier das A1, weil ich finde es mit 4 zu klein. Ich nehme nur 6, A2, auch hier mache ich 6, das gefällt mir besser. Anwenden, fertig. So, der Trick dabei ist jetzt für euch, dass ihr im Prinzip die Bauteile, die ihr wollt, einfach kurz anpasst. Also ich habe hier zum Beispiel jetzt im Normalfall immer die 6 genommen und habe mir eben das 13, 14 als Textfeld hinzugefügt. Die kann ich jetzt mit einem Doppelklick ändern, denn die sind ja logischerweise vorgegeben. Auch wenn ihr jetzt hier zum Beispiel zu der Spule jetzt noch eine Information geben wollt, Texte, Text hinzufügen. Der Text würde jetzt hier heißen Handschaltung von mir aus, ist ja egal. Gleich die richtige Textgröße anwenden. Handschaltung. Und so kann ich mir da ziemlich viel Text hinzufügen. Also ich sag mal, ein offeneres, vielseitigeres Programm zu finden, ist glaube ich relativ schwer. So, jetzt geht's weiter. Ich habe mir einen Schließer und Öffner selber erstellt, weil ich natürlich, weil der gefehlt hat. Also ich nehme erstmal schon den Schließer, weil das Ding da vorne gefehlt hat, aber es ist ganz einfach selber zu machen. Hier, nur um es zu zeigen, ist jetzt so, das Textfeld kann ich nicht ändern, weil das ja eine Zuordnung zur Spule wäre. Also lösche ich mir das Textfeld einfach, Doppelklick, Texte, hinzufügen. Das Ding heißt S1. So, Schriftgröße 6. Also ich habe die Bauteile alle in der eigenen Bibliothek, nur um es euch mal zu zeigen, wie man damit arbeitet. Genau, den S1. So, das gleiche mit dem Öffner. So, auch hier muss ich mir das wieder rauslöschen und ein Text hinzufügen. S2, Schriftgröße 6, anwenden. So, sobald die Textfelder einmal da sind, kann ich die jetzt logischerweise direkt im Programm ändern. Wie gesagt, das mit den Textfeldern scheint auf den ersten Blick recht mühsam, aber wenn man die sich einmal erstellt hat, richtig positioniert hat, dann ist das eigentlich echt super mega einfach. So, gehen wir weiter. Jetzt in dem Moment, wo die Linie grün wird, ihr seht, hat es verbunden, loslassen. Er bezeichnet, und ich könnte diese Leitung jetzt auch bezeichnen. Ich lösche mir das in aller Regel raus, weil ich diese Liniebezeichnung nicht brauche. Wenn das nicht geht, dann hier auf Schließen. Okay, weg. So, jetzt haben wir logischerweise unseren K2 hier. Auch jetzt sieht man wunderbar, in dem Moment, wo diese Linien hier sich kreuzen, bin ich auf der gleichen Höhe. Das finde ich auch ziemlich sinnvoll. Und wenn ich jetzt die verbinden möchte, gehe ich einfach direkt auf den Kontakt. Jetzt sieht man es auch, er erkennt ihn, lass los, fertig. Kann ihn jetzt auch in den hier verschieben, wie ich möchte. Das Gute ist eigentlich, dass er, also wie bei anderen Programmen das manchmal so ist, wenn hier noch ein Kontakt irgendwie drin ist, dass er immer erstmal alles so einzeln nachschieben muss. Das macht die Software nett. In dem Moment, wo es erkennt, oder in dem Moment, wo es gleich ist, die Linien, bleibt er bei denen auch so. So, jetzt nehme ich den hier, meinen Öffnerkontakt, fahre den hier rüber und verbinde die zwei auch miteinander und damit wäre das Ganze eigentlich schon fertig. Strong A, fahre das dann ein bisschen hier runter. Ah, nee, so, okay. Genau, also, ich habe den N vergessen, oh, wie tragisch. Gut, egal. So, es soll jetzt nur um die Kontaktbezeichnung, die Querverweise und den Kontaktspiegel gehen. So, das Einzige, was mir jetzt tatsächlich nicht so gut gefällt, das Einzige, an der Sache ist, damit ich den Querverweis nicht ganz verschieben kann. Also ich kann jetzt leider dieses K2 nicht an den Schütz machen und die Querverweise drunter. Wenn ich ganz fertig bin, mache ich jetzt hier Texte, füge ein Textfeld ein und nenne den hier jetzt K2. Anwenden und macht das Ganze so, dass ich meinen Kontaktspiegel darunter habe. Genau, das ist das Einzige, was mir nicht so was noch ein bisschen cooler gehen könnte. Ich kann mir natürlich jetzt auch wieder ein Textfeld einfügen mit dem Querverweis. Aber genau, ich denke, das ist recht fähig. Es ist nicht ganz intuitiv,
Aber es ist ziemlich mächtig, das Programm, finde ich, und echt gut zu handhaben. So, erstes Tutorial über QElectroTech. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen.